Ja, Leute, danke fürs Wiedereinschalten zu Transport Fever 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist jetzt gerade 17.16 Uhr. Bin ja ein Frühaufsteher und habe heute wieder relativ früh begonnen in der Arbeit. Habe einen recht anstrengenden Tag hinter mir. Generell momentan eine sehr stressige Phase. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es wenig Schöneres, als mich nach der Arbeit hier wirklich hinzusetzen und zu zocken. Ich freue mich extrem. Also vielen Dank auch natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Danke auch an alle Kanalmitglieder, die den Kanal mittlerweile schon monetär unterstützen. Sehr, sehr nett von euch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir hier wieder weitermachen können. Und wir haben Italien im letzten Part abgeschlossen. Jetzt kamen einige Kommentare von euch, über die ich noch quatschen möchte mit euch. Und dann habe ich auch gemerkt, dass einige Fahrzeuge mittlerweile wieder auszutauschen sind. Und deswegen lasse ich jetzt im Hintergrund einfach mal laufen. Wir haben jetzt mittlerweile wieder über 30 Millionen am Konto, weil es einiges zu tun gibt. Ich dachte mir, wir werden in dem Part vielleicht wieder ein bisschen optimieren. Aber ich lese mal kurz vor, was ihr geschrieben habt. Der DD hat geschrieben, dass ich ihn mit dem Let's Play jetzt so getriggert habe, dass er sich's auch geholt hat und ebenfalls die Europakarte spielt von Ost nach West, also sehr, sehr cool. Und er hat geschrieben, ich kann auch über 4 Parallelgleise X-Weichen machen. Das wusste ich auch nicht. Und dass es anscheinend eben geht, wenn man genau das gleiche Fleckchen erwischt, das werden wir dann einfach gleich mal ausprobieren mit den X-Weichen. Vielen, vielen Dank dafür. Der Ecki hat noch geschrieben, dass ich ein Fahrzeugdepot abgerissen, aber nicht ersetzt habe und deswegen die neuen LKWs ziemlich weit anreisen müssen. Vielen Dank dafür, das muss ich mir auch noch anschauen. Und der Ecki hat auch noch geschrieben, genau, dass ich natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eure Meinung haben möchte, dass das etwas leichter fällt, wenn ich die Karte hier ein bisschen länger herzeige oder eben rausgezoomt herzeige. Also ihr könnt euch in der Zwischenzeit, während ich hier quatsch, mal in Ruhe die Karte anschauen. Und mir vielleicht auch schreiben, wo, in welcher Reihenfolge wir hier was, wie weiter beliefern und weitermachen sollen. So, dann kam noch, überleg grad. So, wo haben wir noch Kommentare? Red Dolphin war wieder mal fleißig. Der hat geschrieben, dass ich, wenn ich die X-Weichenbauweise mir angewöhne, nichts mehr anderes haben möchte. Also das kann ich auch absolut verstehen. Werde ich auf jeden Fall versuchen. Und der Pack... Backmaniaker? Oh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Der hat geschrieben, wieso ich nicht zwei verschiedene Linien mache. Den einen Zug, der quasi das Flüssige transportiert und einen, der feste Sachen transportiert. Das heißt, statt diesen einen ewig langen Zug, der beides macht hier nach oben, einen Zug, der quasi einfach das Rohöl nach oben bringt und ein Zug, der hier runterfährt mit dem Kunststoff und mit dem Werkzeug. Die Idee finde ich auch nicht blöd. Die Frage ist, ob wir uns diese, wenn es hier die ganze Zeit oben hier noch runterpoppt, ob wir uns das jetzt wirklich antun wollen. Denn es ist schon eine Menge Arbeit. Oder ob wir sagen, ist uns jetzt für den Moment mal egal. Weil grundsätzlich ist es natürlich schon so, wenn wir hier einen ewig langen Zug haben, der jetzt nur Flüssiges rauf transportiert und wieder runter, dann fährt er halt diesen ganzen langen Weg leer runter. Das finde ich halt wieder nicht so cool. So nutzen wir das halt, dass er keine Leerfahrten hat und wenn man sich so die... Gut, jetzt können wir die Linie schlecht vergleichen. Jetzt ist sie gerade mit einem Minus von 2,2, aber wir haben halt gerade einen teuren neuen Zug gekauft. Aber alles in allem, glaube ich, ist das trotzdem nicht blöd. Also ich würde das für den Moment, glaube ich, wirklich so belassen. Dann können wir uns hier, wenn wir vielleicht generell Optimierungen in diesem Part machen, die Linie mit Mailand anschauen. Mailand Brot. Das sind die, die hier nur dieses... Schauen wir mal hier rein. Die... Woher kriegen die schnell das Brot? Das kriegen sie doch da unten her, oder? Die kriegen das doch über einen Zug geliefert. Über den hier. Genau, der bringt... Ah, Brot nach Mailand. Ist der... Nein, aber nicht ausgelastet und im Minus sind vor allem die Lastwagen, die dann das Brot hier über den Verteiler in die Stadt bringen sollen. Brot und Maschinen. Die sind anscheinend ein Minusgeschäft. Ich schätze mal, wenn man das jetzt so laufen lässt, sieht man hier, dass es halt einfach zu lange dauert, bis hier wirklich was hinkommt. Also wir sind hier einfach ein bisschen überdimensioniert. Von daher verkaufen wir mal einen, nehmen wir ein bisschen Geld ein und dann dürfte das vielleicht auch ein bisschen besser laufen. Das Ding hier, Maschinen, die Bretteranlieferung, das ist das, was irgendwie durch die Alpen durchgeht, ist auch ein Minusgeschäft. Das ist diese Strecke hier. Warum ist die Frage? 30, 52, hier sehen wir eigentlich schon das Warum.
weil er nicht ausgelastet fährt. Hier haben wir nämlich das Problem, dass die Stahllieferung zu langsam ist. Sonst würden die auch schon mehr produzieren, aber wir kommen mit der Stahllieferung nicht nach. Da gibt es schon einiges zu tun, Leute, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind die, die Stahl anliefern sollen, die kommen nicht nach. Und wir haben hier nicht genug Kohle. Das heißt, die Kohle kommt auch nicht nach. Also würden wir mehr Kohle haben, wie im Leben, würde mehr Stahl produziert werden, würden wir mehr Maschinen produziert werden und so hängt diese komplette Warenkette in der Luft. Da muss man halt manchmal wirklich schauen und dann der Sache auf den Grund gehen. Wir sehen hier, Kohle könnten wir mehr als genug nach oben transportieren. Es scheint also, als wäre dieser Kohlezug überfordert. Es ist eine relativ lange Distanz. Wir sehen hier, dass er auch nicht wirklich schnell unterwegs ist. Was, glaube ich, daran liegt, dass er abbremsen musste. Weil an und für sich kann das Ding 160 km/h fahren. Aber ich glaube, für diese lange Distanz brauchen wir was Besseres. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz die Strecke hier an. Die teilt er sich ja mit, ich glaube, der Brotlieferung nach Mailand. Was hier soweit ja eh okay ist. Hier hat er jetzt wieder runtergebremst. Hier brauchen wir mal ein Signal. Bis hier haben wir eins. Dann sparen wir uns das vielleicht schon mal. Und der hat halt das Problem, der kriegt 260 km/h zusammen, aber es ist eine relativ günstige Lokomotive, die hat einfach nicht die Power zum Beschleunigen. Dementsprechend brauchen wir da irgendwas mit mehr Power. Wie schon Tim Taylor immer gesagt hat, mehr Power. Alter, ich habe hier echt viel zu viele Sachen drin. Ups, das wollte ich nicht. Weil vielleicht schon. Was hatte denn... Also diese ganzen Pop-Ups mit den Mods sind echt ganz schön lästig mittlerweile. Mit der Zeit verschwinden die dann eh, weil wir sind jetzt im Jahr 2019, irgendwann gibt es keine mehr. Wir sehen hier Zugkraft 240 kN und Leistung 2000 kW. Das heißt, das Ding hätte deutlich mehr Leistung und auch mehr Zugkraft. Das könnte man schon mal machen, da würde man auch 160 km/h fahren können. Und dann ist jetzt die Frage, machen wir einen längeren Zug oder machen wir mehr Züge? Jetzt sagen wir, bleiben dabei mit 120, aber wir werden das Ding einfach klonen. So, jetzt fährt ein zweites los. Und damit, hier verschicken wir, 60% werden nur abtransportiert, der Rest geht irgendwie verloren. Hier könnten wir sogar die nächste Kohlemine noch anschließen, mit Lastwagen zum Beispiel, dass die hier zum Zug rüber transportieren. Dann könnten wir das auch noch richtig krass upgraden. Also so gesehen finde ich es schon mal nicht so schlecht. Die X-Bauweise, die habe ich jetzt generell hier natürlich noch nicht etabliert. Das werde ich dann machen, wenn wir wenn wir wieder mal eine neue Linie irgendwo bauen oder so. Aber jetzt sind wir mal am Optimieren. Ich versuche jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen hochzudrehen, weil sonst kommen wir da nicht klar. So, aber hier sehen wir jetzt auf jeden Fall das Ding. Fährt jetzt hier mit etwas mehr Zugkraft. Wir merken es zwar noch nicht so richtig, aber... Im Endeffekt ist es schon ein bisschen besser, geht aber natürlich noch deutlich stärker, weil so teuer ist das Ding hier jetzt auch noch nicht. Aber ja, wichtig ist, dass wir uns hier nicht allzu sehr in die Quere kommen. Wenn es dann wirklich so ist, dass das krass wird, dass wir uns wirklich in die Quere kommen, dann müssen wir uns sowieso was überlegen. Dann müssen wir hier diese Linien ausbauen, dass wir hier zwei bzw. eigentlich viergleisig fahren, dass jeder Zug hier wirklich sein eigenes Gleis kriegt. Gerade bei längeren Distanzen könnte das schon Sinn machen, damit sie sich einfach nicht in die Quere kommen. Aber ja, jetzt bin ich mal gespannt. Warten auf freie Wege. Der muss hier ein bisschen warten. Also diese Engstelle hier, die werden wir auch gleich mal entschärfen. Ganz ehrlich, die ist absolut unnötig. Jetzt lasse ich den hier noch vorbeifahren. Aber wir könnten doch hier schön rechts vorbeifahren, dass wir hier diesen kleinen, ich nenne es mal Flaschenhals. Das ist immer eine schöne Bezeichnung für sowas. Dass wir den gar nicht haben. So. Fahren wir einfach so weiter. Das können wir von mir aus auch ruhig länger noch zweigleisig ziehen. Und dass wir dann halt quasi hier raus... dann kann ich es gleich rüberziehen. Das so machen.
scheint jetzt ganz gut zu klappen. Das heißt, beim Zurückfahren kriegen wir uns gar nicht in die Quere. So wie es aussieht. Ah, doch, so, wahrscheinlich schon, denn wir müssen hier eigentlich noch weichen. So. Wir sollten nämlich hier genau runterfahren, so ist es. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Signälchen. Bis hierhin. Und der hat hier eh eins. Ich glaube, das sollte reichen. Dadurch kommen wir uns zumindest ein bisschen schon weniger in die Quere. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Gut, soweit. Jetzt haben wir das mal gemacht, aber das war eigentlich noch... Jetzt haben wir 10 Minuten gespielt. Und ich habe noch nichts gemacht von dem, was ich eigentlich wollte. Nämlich, ich wollte mit euch die Fahrzeuge anschauen. Warte mal, wenn man danach Zustand sortiert. Gerade die Lastwagen, alles was so auf der Straße unterwegs ist, hat schon wahnsinnig schlechte Haltbarkeit. Auch die Schiffe, muss man sagen. Hier gibt es aber auch schon Züge, die man schon upgraden könnten. Wir spielen auch schon 39 Jahre. Krass eigentlich. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal in Richtung Afrika. Ich drehe mal das Tempo auf die mittlere hoch. Gehen wir mal 130, das ist okay. Wir sehen hier, dass wir nicht optimal unterwegs sind. Das heißt, wir haben hier generell schon mal zu viele Straßenfahrzeuge für diese Linie. Für diese zu wenig. Hier kommen wir nicht nach. Das heißt, schon mal ganz simpel, fährt der, welche Linie ist denn das? Okay, die gelbe braucht Lastwagen, die orange hat zu viel. Also den weisen wir gleich mal gelb zu. So, damit haben wir mal ein Problem grundsätzlich gelöst. Nicht ganz gelöst natürlich, weil das ist noch immer zu wenig. Und die Endladestelle geht wahrscheinlich auch ein bisschen effektiver. Aber okay, soweit so gut. Jetzt schauen wir uns die Fahrzeuge auf diesen Linien an. Sehr schlecht. Einer hat 21. Das heißt, grundsätzlich würde ich mal sagen, verkaufen wir einen. Und die restlichen ersetzen wir durch etwas, was ein bisschen mehr... 30 ist schon recht krass eigentlich. 90 km/h. Alter, sind die groß. 52 Kapazität. Wie geil ist denn das? Okay, dann verkaufe ich mal noch mehr. Und tausche die aus gegen die mit 52 Kapazität. Das ist ja richtig krass. Der kann zwar nur 90 km/h fahren, aber wir können sowieso nur 80 auf diesen... Schienen fahren, auf diesen Straßen fahren. Und das ist ja genial. So. Weil je weniger da unterwegs ist, desto weniger Verkehr haben wir natürlich auch. Das heißt, sie kommen sich nicht so leicht in die Quere. Das gleiche machen wir auch hier. Wir verkaufen einfach 3 solche Dinger. Kaufen 2 von den 9. Das sind eh die, genau. Passt. Schauen wir uns mal kurz an, die Dinger. Schon recht krass eigentlich. Aber 52 ist doch schon fast frech. Was wir theoretisch noch einstellen könnten, dass sie warten sollen, bis sie voll sind. Denn so erkennen wir, wenn dann irgendwo an einer Station 2-3 Autos stehen und warten hintereinander, erkennen wir, dass wir ein bisschen überdimensioniert sind. Das heißt, da kann man dann auch verkaufen beginnen. Aber ja, man sieht hier, schaut mal, nur noch 4 Fahrzeuge. Das ist an und für sich schon mal deutlich angenehmer. Jetzt werden wir schauen, dass wir diese Straßen noch ausbauen. Ah, Krümmung zu groß. Ich gebe dir gleich eine große Krümmung. Eigentlich brauchen wir diese komische Kurve so gar nicht. Wir werden das generell ein bisschen neu bauen und neu denken, damit es schneller geht. Mittlere Landstraße. Aha. Irgendeinem Grund geht es da gerade nicht, aber so scheint es zu funktionieren. Passt. Ah ja, schaut mal, wenn ich eine große Landstraße nehme, hätten wir sogar 100 km/h. Bei. Wir müssen es nicht übertreiben. Und das kann man hier noch rantun. Dann sind wir jetzt auch vom Intervall her normalerweise besser unterwegs, weil sie jetzt ein bisschen schneller fahren und die Strecken kürzer sind. Gut. Das ist eh noch verbunden. Das muss ich nur sicherheitshalber checken hier. Schaut aber gut aus. Okay. Das heißt, wir haben ein paar Fahrzeuge mal ersetzt. Das nächste, was wir uns anschauen müssen, stimmt. Wir haben hier, jetzt wo ich da hier so in Italien rumgebaut habe, habe ich komplett vergessen, dass wir eigentlich in Istanbul ja auch schon was gebaut haben.
Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gecheckt. Vielleicht sollten wir jetzt mal hier diese Länder dazwischen machen. Also Griechenland, Albanien, Bulgarien, Serbien, Ungarn haben wir schon, Budapest. Dann hätten wir nämlich hier im Osten schon mal alles versorgt. Das könnte man, so könnte man es vielleicht sinnvollerweise ausbreiten. Also, Istanbul. Schauen wir mal kurz generell hier. Wir sehen hier mal die Produktion. Das ist noch nicht so der Burner. Ja, mehrere Fahrzeuge im schlechten Zustand. Gebt ihr gleich schlechten Zustand, das passt schon. Wieso fährt er eigentlich nicht einfach hier und lädt hier aus? Das wäre eigentlich auch ganz cool. Und krass, dass sich das mit zwei Fahrzeugen ausgeht, diese Linie abzudecken. Eigentlich. Ich mache jetzt Folgendes. Ich kaufe einen so einen. Den zweiten verkaufe ich. Und dann lassen wir einfach den einen da herumfahren. Sollte auch ausreichen. Da können wir dann sowieso noch die zweite Ölquelle anschließen. Momentan ist nur die eine dran. Dann kann man auch noch viel natürlich weiter optimieren. Gut. Das heißt, Istanbul haben wir jetzt hier unten auch noch Lastwagen, die den Treibstoff in die Stadt bringen. Hier 21. Hier stehen wieder 17. Okay, das heißt, das ist eigentlich auch ein bisschen fast unterdimensioniert. Auch der... eigentlich überdimensioniert. Der Zug ist auch ein bisschen überdimensioniert. Der hätte noch Platz für 10. Und wir sehen hier den Verkehr. Schaut euch das an. Das werden wir auch gleich optimieren. Große Landstraße und eine Busspur. Da werden wir schön vorbei cruisen. An dem ganzen Stau. So ist es, habt ihr gerade gesehen. Rausgepackt eigentlich, kann man fast sagen. Und damit können wir diesen Stau und diesen Verkehr ein bisschen umfahren. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gut. Aber was man sieht, ist, wir haben hier wenig auf Lager. Und 135 Treibstoff, der wird eigentlich komplett geliefert. Also im Moment reicht diese Produktion aus. Tatsächlich hier unten haben wir noch Ölquellen, könnte man die Produktion noch ordentlich erhöhen, aber es braucht nichts Treibstoff in der Nähe. Also ist das fast so ein bisschen autark. Das versorgt sich hier von selbst und das passt damit. Müssen wir nur schauen aufs Alter. Genau, diese Lastwagen, die hier Treibstoff nach Istanbul bringen, das sind 4 Stück. Auch fast ein bisschen krass. 4 Stück, alle in sehr schlechtem Zustand. Schauen wir mal, dass wir einen, der leer ist, gleich mal verkaufen. Und die werden wir ersetzen, aber da dürfen wir jetzt auch nicht übertreiben, denn das Ding hier wäre überdimensioniert. Ah, die gibt es auch gebrandet. Das habe ich jetzt vergeigt. Aber vielleicht nehmen wir die hier. Die sind kleiner, günstiger. Wobei, die können schneller fahren, 100 km/h. Gut, ist eigentlich eh nicht so schlecht für uns. Aber ich glaube ehrlich gesagt, da reichen 2 aus. Solange wir da momentan nicht mehr liefern. Nikola E-Truck, sehr, sehr geil. Jetzt haben wir einen E-Truck. Den habe ich jetzt vor kurzem erst als Mod runtergeladen. Den müssen wir uns gleich mal anschauen. Da oben haben wir ihn. 100 km/h, 25 Abteile, okay. Ja. 25 Abteile. Platz 25 in 4 Abteilen. Okay, oder 30 mit einem. Gut, jetzt haben wir Istanbul auch. Jetzt gehen wir auf die Ziegel nach Neapel. Ich würde sagen, wir werden das Lauf, das Linienoptimieren immer genau dann machen, wenn wir hier wirklich Fahrzeuge austauschen müssen. Das ist dann halt nur alle gefühlt 170 Jahre. Nicht ganz so krass, alle 30 Jahre, 35. Aber ja, ich habe jetzt mal ein paar Lagerhäuser dazu gemacht, weil wir sehen hier, wir kommen nicht nach mit der Lieferung von Ziegel nach Neapel. Was soweit eh nicht schlecht ist, weil die Fahrzeuge müssen wir sowieso austauschen. Wir sollten es nicht überdimensionieren. Ich werde mal ein sehr schlechtes Fahrzeug verkaufen. Und die anderen 3 ersetzen wir. Mit Parma Schweiz, auch ganz nett. Ich würde mal sagen, mit den Gebrüdern Weiß, die hier die Ziegel in die Stadt bringen. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr Kapazität. Auch wenn wir einen verkauft haben. Schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Ah, hier sehen wir Werkzeuge in Neapel, 69. Hm. So.
Heißt aber kurz gesagt, dass die Linie nicht wirklich ausreicht. Ah, das ist der kleine von FedEx, stimmt. Dieser Mini-Truck, den ich da genommen habe, klar, dass der nicht ausreicht. Da könnte man mehr nehmen natürlich, um einfach die Rate zu erhöhen, die Lieferrate quasi. Boah, 96 Kapazität, was ist denn das Geiles? Das würde mich jetzt reizen. Ist ja krass. Also eigentlich könnte man die fast statt Zügen teilweise einsetzen, wenn man zwischen den Städten die Straßen upgraden. Schreibt mir mal eure Meinung sonst in die Kommentare, aber ich finde die Idee gar nicht blöd. Werkzeuge, die liefert, wo ist Amazon? Nein, die liefert DHL. So. Dann, was ist denn da los? Steinanlieferung. Krass. Die verschicken noch nicht mal alles, weil die hier noch nicht alles ausliefern können. Also ich schätze, wenn wir das hier upgraden, dann verschicken die sogar noch mehr. Boah. Okay. Wir müssen das dringend upgraden. Die Steinanlieferung nach Neapel. Wir haben aktuell 25. Das ist definitiv zu wenig. Wir könnten das Gras weiterentwickeln, indem wir in so eine Richtung gehen. Dass wir so irgendwas nehmen. 52. Das wäre fast heftig. Aber das mache ich jetzt einfach mal. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So. Und dann sind wir bei vielen, die schlecht sind. Da haben wir zum Beispiel die Treibstoffschiffe. Ich muss jetzt fast wieder voll laufen lassen von der Geschwindigkeit her, weil wir kommen sonst nicht nach. Sehen wir, der fährt mit 108 drauf. Der nächste kommt wieder runter. Es scheint fast so, als würden wir nicht ganz, als würden wir fast ein bisschen überdimensioniert haben hier. Aber 130 und 108 finde ich noch okay. Es warten schon wieder 70. Wir könnten mal schauen. Ah, das sind drei. Okay, wir könnten so machen, dass wir eines verkaufen. Und dafür die anderen beiden etwas größer machen. 130 haben die. 240. Einfach verdoppeln. 326. Was zur Hölle? 376. Wie krass ist denn das? Es ist ein bisschen übertrieben, würde ich fast sagen. Aber die könnte man nehmen. Die nehmen wir mal. Mit 240. Dann werde ich hier aber noch ein paar Gebäude dazu bauen. Das bringt uns 200 Kapazität. Das kann man auch ordentlich upgraden, wie ihr hier seht. Also da kann jetzt einiges gelagert werden. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Haben wir das auch ersetzt? So, jetzt geht uns schon langsam wieder das Geld aus. Treibstoff nach Sizilien, die anderen beiden Linien. Da liegen 200. Also das... Habe ich die gerade abgegradet? Ah, eh. Oder? Nein, passt schon. Die nach Sizilien, die haben Platz für 240. Und das ist zu wenig. 240 und... Schau mal, wie lange das Ding fährt. Hm, kann man jetzt nicht genau sagen. 240, das sind die hier mit 30 km/h. Wir könnten eben auf die hier gehen. Schon gigantisch eigentlich. Oder auf so eines. 376. Schon ein bisschen wild. Oder wir kaufen einfach die gleichen nochmal. Oder wir lassen es einfach vom Zustand her da rumtuckern. Schauen wir uns mal Italien-Rom-Treibstoff an. Das ist diese eine Zuglinie hier. Die, da liegen 94. Da liegen 94 Treibstoff. Wo ist der Zug unterwegs? Hier ist er. Das ist eigentlich super lukrativ, weil er nicht wirklich teuer ist mit dieser Lokomotive. Das alte billige Diesellok. Hier sehen wir übrigens kleine grafische Details. Die Dinger rosten und werden schmutzig, wenn der Zustand schlecht ist. Finde ich ganz nett übrigens. Ich glaube, bei der Lokomotive, vielleicht auch weil es eine Mod ist, ist es nicht so, aber ist eh egal. Auf jeden Fall
Rom nicht ganz versorgt, wie wir hier sehen. Und das könnte man durchaus erhöhen. Die Frequenz mal grundsätzlich. Ich würde den jetzt einfach generell mal streichen, dann verdienen wir nur 2,4 für den Verkauf, das ist fast ein bisschen wenig. Wir könnten theoretisch eine Diesel-Lok mit 160 km/h kaufen. Jetzt transportiert er 90. Ich lasse mal ein bisschen laufen, weil wir noch mehr Geld brauchen, aber theoretisch könnte man hier einfach mit 80 und einer schnelleren Lok mehr erreichen wahrscheinlich. Kostet aber 15 Millionen. Oder 13 in dem Fall. Bin ich fast ein bisschen übertrieben. Die Frage ist, hatten die Lokomotive für einen Zustand? Ich kann da nur das Gesamte anschauen. Fast ein bisschen schade. Wir sehen hier, pumpt die schon ordentlich. Das kann natürlich später auch ein Problem werden, weil diese Strecke hier ja nur zweigleisig ist. Aber die Distanz ist nicht sonderlich lang, also ich glaube mit der 160 km/h Diesel-Lok komme ich da, die Geschwindigkeit bekomme ich gar nicht zusammen. Also ich würde da eher sagen, dass wir einfach das gleiche quasi nochmal kaufen. Vielleicht eine Spur größer. Die würde 140 schaffen. Wollen wir das? Die für Zugkraft im Vergleich. Mehr Zugkraft, mehr Leistung. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Aber könnte man schon machen. Ich habe ein bisschen wenig Anhänger. Da könnte ich auch noch ein bisschen mehr runterladen von den Mods her. 3, 4. Eigentlich müssten wir auch das ein bisschen erhöhen. Dann sind wir auch wieder bei 14 Millionen. Ach so, weil das die schnellen sind. Schnellen Anhänger. Immer auch bei 11. Dafür, dass wir alles mehr oder weniger gleich haben wie vorher. Dafür 11 Millionen ist schon ein bisschen krass. Aber wenn der Zustand schlecht ist, werden wir das, denke ich, machen. Da muss man als Unternehmer halt immer Rückladung bilden. So, Italien, Sizilien. Ah, das sind die, die einfach nur das an den Bahnhof bringen. Dieses Mini-Stück hier. Das ist auch die Frage, ob man den Weg nicht noch ein bisschen upgraden kann. So richtig effizient wirkt er noch nicht. Die fahren nur hier zur Ausladestelle nämlich. Weil dann könnte man nämlich, ach so, ich bin gerade im Minus, könnten diesen Weg hier einfach ein bisschen direkter machen. Und dafür, mal schauen, wie es mit der Topografie ist, ist okay, glaube ich. Und dafür nehmen wir dann halt auch eine schnellere Straße. Weil hier haben wir Kurven und nur 60 km/h. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen warten, bis wir Geld haben. Ich hätte eigentlich die Optimierungen echt gerne fertig gehabt in diesem Part. Aber ich würde fast sagen, wir werden das im nächsten Part... Ah, das wollte ich nicht. Sorry, Leute. Hier bin ich. Wir werden das im nächsten Part mitmachen. Ich lasse in der Zwischenzeit mal Topspeed laufen. Ja, viel zu tun, aber das macht ja auch unfassbar Spaß bei diesem Spiel. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Und ja, bis bald.